Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal einen vollautomatischen Raketenständer präsentieren. Dieser ist von der Firma Blackbox und heißt Starbase 10. Einmal anzünden, bis zu 10 Raketen automatisch starten. So sieht es dann aus, wenn die Raketen vollständig aufgestellt sind. Also die Raketen sollten dann nacheinander zünden. Hier hinten drauf ist nochmal eine ausführliche Beschreibung, also hier nochmal Starbase 10. Profi-Raketenständer für manuellen oder automatischen Intervallabschuss von bis zu 10 Feuerwerksraketen. Eine wirklich sehr, sehr ausführliche Bedienungsanleitung, wie man den Raketenständer halt aufstellt. Und hier steht auch nochmal Aufstellanleitung, also wirklich ganz ausführlich beschrieben, was man machen soll, was man und wie es nicht funktioniert. Also wirklich sehr, sehr schön, diese Raketenständer. Auch besonders ist, dass ich nicht nur 10 Raketen abschießen kann, sondern ich kann diese Raketenständer auch miteinander kombinieren. Also ich kann auch 30, 40, 50 oder zum Beispiel 100 Raketen abschießen mit zum Beispiel 10 mal Starbase 10 und kann sie kombinieren. Jetzt würde ich sagen, packen wir das ganze Ding mal aus und bauen es auf. Die ersten Teile, die ihr seht, das sind diese zwei Halterungen, die quasi in den Boden gesteckt werden. Und dann fehlt natürlich noch das Hauptteil. So, das Hauptteil ist dieses Plastikstück hier. Richtig, richtig gut verarbeitet, muss ich echt sagen. Und so sieht es halt aus. Das ist halt ein Hartplastikteil, also so ein Kanal, wo dann die heißen Gase der Raketen durchgehen und im Prinzip Rakete für Rakete zündet. Das wäre genau die Aufstellrichtung von diesem Raketenständer. Also quasi mit den Kanälen so nach unten. Erste Rakete. Und dann im Prinzip bis zur letzten Rakete, hier könnte man es noch kombinieren. Das sind also die einzigen Teile, die ihr braucht für diesen Raketenständer. Also im Prinzip zwei Röhrchen, wo ihr das Hauptteil befestigt. Und einmal dieses Hauptteil, wo die Raketen dann reinkommen. So, jetzt der nächste Schritt, der eigentliche Aufbau. Eigentlich bräuchte man einen lockeren Boden, wo man dann diese Stäbe, diese Spitzen reinsteckt. Aber es geht auch wie folgt. Man nimmt sich zwei ausgeschossene leere Batterien und setzt dann die Stäbe hier ordentlich ein. Nummer 1. Und Nummer 2. Jetzt nimmt man dieses Hauptteil vom Raketenständer und fügt es in die beiden letzten Röhrchen, wie jetzt abgebildet, hier rein. Nummer 1. Gut, dass es jetzt passiert, also das wäre falsch rum. Immer mit der Spitze nach unten hier in diese Batterie stecken. Und auch hier wieder das Ende hier einfügen. So sieht es dann aus. Ich habe das jetzt erstmal nur provisorisch gemacht. Ich schaue natürlich nachher noch nach, ob das wirklich sicher steht. Also das ist quasi das Ende und den Anfang. Den Anfang und das Ende könnt ihr unterscheiden. Und zwar das ist der Anfang. Die Kanäle gehen also immer schön nach unten von Rakete zu Rakete. Und das ist das Endteil. Dieses lange Stück Verbindungsteil ist das Endteil. Also hier wäre die erste Rakete und hier wäre die letzte und die 10. Rakete. Hier nochmal eine Gesamtübersicht, also so sollte das aussehen, wenn es ordnungsgemäß aufgestellt ist. Hat man einen weichen Boden, dann natürlich diese Stäbe einfach in den Boden stecken, somit das wirklich sicher steht. So Leute, ich habe mir mal zwei Raketen besorgt. Es können wirklich beliebige Raketen sein. Und jetzt mache ich natürlich
weil es auch für mich komplett Neuheit ist, so ein automatischer Raketenständer, mal einen kleinen Startschuss, einen kleinen Probelauf, mal mit zwei Raketen. Als erstes führen wir die Rakete in Abschussplatz 1 ein. In diese Halterung drücken wir die Rakete hier in dieser Halterung. Es ist ganz wichtig, dass die Rakete hier eng anliegt. Und die Besonderheit bei der ersten Rakete ist, dass die Zündschnur außen sein muss. Jetzt nehmen wir die zweite Rakete und führen sie in diesen Raketensteckplatz hier ein. Wichtig ist nun ab der zweiten Rakete, dass die Zündschnur hier in diesem Zündkanal drin ist. Das ist ganz wichtig. Und später dann bei der fertigen Zündung muss die Rakete hier auch wie die erste Rakete bündig anliegen. Ja Leute, ich bin startklar für den Probelauf dieser zwei Raketen. Und ja, wie gesagt, erste Zündschnur draußen, die zweite hier drin, liegt fein an und let's go. Ja Leute, ihr habt's gesehen, funktioniert also einwandfrei. Ich bin total baff, dass dieses Teil funktioniert. Und meine Halterung mit diesen zwei Batterien auch steht wirklich bombensicher, richtig genial. Und ich würde sagen, jetzt kann es richtig losgehen. Ja Leute, jetzt beginnt der große Test. Ich habe mir hier mal 10 Silvesterraketen geschnappt und die werde ich jetzt gleich hier in diesen Kanal einführen. Es sind ja 10 Steckplätze und dann kann es auch langsam losgehen. So, ich bin startklar, alle 10 Raketen positioniert und ganz wichtig ist also, dass bei der ersten Rakete die Zündschnur hier außen ist und alle Raketen von 1 bis 10 müssen hier in dieser Halterung sein. Das ist ganz wichtig, eng und bündig anliegen. Dieser schiebt auch, ne? Ja Leute, wie ihr seht, hat der Raketenständer wirklich vorzüglich funktioniert. Ist wirklich eine ganz, ganz feine Sache. Bis zu 10 Raketen pro Raketenständer vollautomatisch zünden. Richtig, richtig nice. So Leute, jetzt noch eine zweite Runde vollautomatisch. Diesmal habe ich den Raketenständer mit verschiedenen Raketen bestückt. Und ihr werdet gleich sehen, dass dies auch funktioniert. Ja, also das Produkt funktioniert auch beim zweiten Mal vollautomatisch noch sehr, sehr gut. 20 Raketen wurden hier bereits abgefeuert. Also man kann den Raketenständer auch manuell benutzen, also die Raketen einzeln oder halt manuell schießen. Das funktioniert wie folgt. Man nimmt den Raketenständer, geht auf die andere Seite,
Und ihr seht ja hier diese Röhrchen, da steckt man dann die Raketen rein. Also man führt die Raketen quasi hier ein in die andere Seite. Achtet darauf, dass die Zündschnüren hier außen sind. Jetzt noch die zweite Rakete. So, fertig, die Zündschnüre sind außen und man kann die Raketen manuell halt einzeln zünden. Jetzt zeige ich euch natürlich nochmal den Abschuss dieser zwei Raketen, diesmal manuell. So, und jetzt noch die andere. Jetzt am Schluss nochmal ein kleines Testurteil zu diesem wirklich wunderschönen Raketenständer von der Firma Blackbox namens Starbase 10. Testurteil würde ich sagen, sehr gut, denn er ist sehr, sehr einfach aufzubauen. Ihr seht hier, es gibt 1, 2 Führungsröhrchen und dieses Hauptteil, also 3 Teile, die man nur zusammensetzen muss. Wirklich ganz, ganz einfach und kinderleicht aufzubauen. Was ein bisschen problematisch ist, finde ich, ist folgendes, also man führt die Raketen ja hier ein in diesen Schacht und vor allem halt dieses Einführen ist halt ein bisschen kompliziert. Das wäre aber das Einzige. Es ist ein sehr, sehr innovatives Produkt und wie gesagt, nicht nur vollautomatisch, sondern andere Seite auch halbautomatisch könnt ihr diesen Raketenständer benutzen. Was mir jetzt noch einfällt, der Kostenpunkt ist natürlich auch so eine Sache. Er kostet ungefähr 17 bis 20 Euro. Dieser Raketenständer und ich finde aber, er ist echt sein Geld wert, vor allem wegen dieser Innovation, dass man seine Raketen auch vollautomatisch starten kann mit dem Anzünden nur einer einzigen Rakete. Ich hatte diesen Raketenständer von der Firma Blackbox Fireworks zur Verfügung gestellt bekommen für diesen Test und ich muss sagen, wirklich, also es war eine riesen Freude, diesen Artikel jetzt an Silvester zu testen und auch nochmal jetzt an dieser Stelle ein riesen Dank an die Firma Blackbox Fireworks.